CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Kotting-Uhl, ich verstehe und ich teile auch Ihre emotionale Form der Ansprache, was die Folgen des Tschernobyl-Unglücks angeht. Aber bei der Frage der Konsequenzen, die wir daraus ziehen, ist mindestens so sehr rationale Überlegung gefragt, was wir tun müssen, um bestimmte Dinge zu erreichen. Wir haben den Atomausstieg beschlossen, indem wir gesagt haben, wir wollen die Kernkraftwerke abschalten und keine Elektrizität mehr über Atomenergie erzeugen. Wir haben nicht beschlossen, dass wir radioaktive Materialprüfung beenden, dass wir Nuklearmedizin beenden. Das heißt, es gibt genug Bereiche, in denen wir mit Radioaktivität und Kerntechnik umgehen, die nicht damit zu tun haben. Und wenn Sie postulieren, wir sollten vollständig aus der Kernenergie oder aus der Kerntechnik aussteigen, dann unterstelle ich mal, diesen Bereich meinen Sie nicht, sondern Sie konzentrieren sich auf so Themen wie Urananreicherung, Brennelemente, Fertigung. Und damit begeben Sie sich aber auf ein Feld, was mit der Frage der Konsequenzen aus Fukushima nicht unbedingt etwas zu tun hat. Gestern haben wir im Ausschuss uns intensiv mit den Behörden und den Einrichtungen befasst, die für die Endlagerung in Deutschland zuständig sind, mit der BFE, mit dem BGE und mit dem Nationalen Begleitgremium. Den Problemen, die wir dort haben und noch lösen müssen, das ist die Aufgabe, die wir wahrnehmen müssen und die wir auch wahrnehmen. Wir brauchen ein Geologiedatengesetz, um dieses Thema möglichst zu pushen. Das sollten wir auf jeden Fall in der näheren Zukunft auch beschließen. Die Regierung würde ich da bitten, auch schneller voranzukommen, damit wir diese Daten bereitstellen können, die für die Standortsuche notwendig ist. Sie haben das Thema Exportverbote wieder auf die Tagesordnung gesetzt, wie Sie das jedes Jahr tun. Und inzwischen wissen wir ja, dass das ausgesprochen schwierig ist. Ich verstehe das auch. Und wir haben im Koalitionsvertrag ja auch extra stehen, dass wir prüfen wollen, ob oder wie das geht. Und der Antrag, den Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg im Bundesrat jetzt am Freitag noch einmal behandeln werden, hat dasselbe zum Ziel. Und das ist auch in Ordnung, denn ich teile die Meinung, dass wir in der Tat alles tun müssen, um unsere Nachbarn zu bewegen, das Maximale für die Sicherheit zu tun, die Laufzeit nicht zu verlängern, Sicherheitsstandards zu erhöhen, einzuhalten. Wir können sie aber nicht zwingen, das zu tun, was wir gerne hätten, nämlich möglichst morgen abschalten oder deutsche Standards zu übernehmen. Sie haben ihre eigenen und sie haben auch das Recht dazu. Ich kann auch verstehen, dass unsere Bevölkerung im grenznahen Raum beunruhigt ist. Und ich finde es in Ordnung, wenn Ministerpräsident Laschet sich immer wieder dafür einsetzt, und in Baden-Württemberg geschieht ja Ähnliches, dass unsere Nachbarn Rücksicht auf unsere Bedürfnisse nehmen. Aber wenn wir hingehen und sagen, wir wollen weltweit dafür sorgen, der Atomausstieg soll überall umgesetzt werden, dann ist das aus meiner Sicht eine Hybris, die uns auch gar nicht zusteht. Wir können uns dafür einsetzen. Wir können uns dafür einsetzen. Wir können es aber nicht fordern und wir können vor allen Dingen nicht mit der moralischen Position, wir können es besser, ihr müsst es nachmachen, kommen. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen, ist ein Spruch, der für die Atompolitik nicht geeignet ist. Die Frage ist, was ist geeignet? Geeignet, und ich habe es im letzten Jahr an derselben Stelle hier auch gesagt, geeignet ist ein Vorbild, das gelingt, eine Energiewende, die gelingt. Erneuerbare Stromerzeugung, die fossile und Atomenergie ersetzen kann. Netze, die diesen Strom zum Kunden bringen. CO2-Minderung auch ohne Atomenergie. Alles das sind Punkte. Wenn wir die erreichen und das auch noch bezahlen können und sozialverträglich umsetzen, dann ist das ein Modell, das für andere Länder interessant ist. Aber es geht nicht darum zu sagen, jetzt machen wir mal die Brennelementefertigung dicht, weil wir damit Atomkraftwerke am Laufen halten, die zu alt sind. Wie Herr Trittin das jetzt in einer Pressemitteilung heute gerade getan hat. Sie können jederzeit Brennelemente kaufen, wo Sie wollen. Wenn wir nicht liefern, hat es null Auswirkungen auf den Betrieb von Kraftwerken, von Kernkraftwerken in anderen Ländern. Und wenn das schon so ist, wo ist dann unser ureigenes Interesse? Unser ureigenes Interesse muss doch dann sein, wenn wir nicht wirklich beeinflussen können, diese Geräte, diese Kraftwerke abzuschalten, dass die, die gebaut werden und die in dem Betrieb sind, mit den höchsten Sicherheitsstandards laufen können. Und wenn wir schon,
Und wenn wir schon eine Industrie in Deutschland haben, die dazu beitragen kann, sowohl was Sicherheitskonzepte angeht, wie auch was qualitativ hochwertige Brennelemente angeht, dann sollten wir das tun und das nicht anderen Ländern überlassen. Denn nur so können wir uns Einfluss sichern und erhalten. Und das gilt auch für die Kompetenz, die wir im Bereich der Urananreicherung, der Zentrifugentechnik und Ähnlichem haben. Unser internationaler Einfluss beruht auf dieser Kompetenz. Und die können wir nicht nur durch Forschung und Ausbildung machen, sondern auch durch Anwendung. Und dazu gehört, um das mal ganz offen zu sagen, auch die Möglichkeit, dass unser Wirtschaftsministerium oder unser Finanzministerium beim Export solcher Sicherheitstechnologie mit Hermes-Bürgschaften auch beiseite steht und es nicht dadurch behindert. Das möchte ich mal ausdrücklich sagen. Uns ist nicht damit geholfen, wenn wir diese Einrichtungen schließen. Weder die Arbeitsplätze, die wegfallen, sind gut für uns, noch der verminderte Einfluss, den wir dadurch haben, ist gut für uns, sondern es geht darum, unsere technologischen Möglichkeiten möglichst weit anzuwenden. Herr Möhring, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Herrn Krischer? Bitte sehr, Herr Krischer. Herr Krischer, bitte. Herr Möhring, danke, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie argumentieren ja, sagen, es sei belanglos, ob die Brennelemente, die beispielsweise in dem belgischen Reaktor Tihange 2 benutzt werden, ob die aus Deutschland kommen oder nicht. Haben Sie schon mal Gespräche in Belgien geführt, wenn Sie doch das Argument hören, naja, Ihre Kritik aus Deutschland kann ja nicht so ganz ernst gemeint sein an unseren Atomkraftwerken, wenn Sie gleichzeitig als Deutsche weiterhin die Brennelemente liefern. Haben Sie Verständnis dafür, dass genau das, dass wir die Brennelemente liefern, damit Geld verdienen, im Ausland wahrgenommen wird als bigotte Haltung, die den deutschen Atomausstieg unterläuft und am Ende nicht ernst gemeint ist, dass wir weltweit aus der Atomkraft aussteigen wollen? Haben Sie Verständnis für diese Haltung, die es da gibt, und sind Sie bereit, die auch mal zu ändern und ernst zu nehmen? Herr Krischer, ich verstehe die Menschen, die so denken, aber ich weiß auch, dass es genügend andere gibt, die sehr daran interessiert sind, möglichst hochwertige Ware zu bekommen. Und wenn die belgische Regierung und die belgische Bevölkerung, so wie sie die Atomkraftwerke baut, kontrolliert und betreibt, wenn das so in Belgien akzeptiert ist, mehrheitlich, dann ist das von mir zu respektieren. Und ich kann gerne mit jemandem darüber diskutieren, aber auch dann wird einem belgischen Kritiker es nicht helfen, wenn wir die Brennelemente nicht mehr produzieren und Framatom sie in Frankreich oder in Rumänien oder in Russland produziert werden und sie von dort importiert werden. Deswegen, und das kann ich jetzt gleich anschließen, bin ich der Auffassung, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir in dieser Frage nichts davon haben, wenn wir eine symbolorientierte, man kann auch sagen populistische Politik betreiben, sondern wir müssen eine realistische Politik betreiben. Wir müssen das maximal Mögliche, was wir beeinflussen können, auch tatsächlich beeinflussen. Und wir müssen die Möglichkeiten, die wir haben, technologisch nutzen, um ein hohes Maß an Sicherheit zu generieren. Das ist unsere Aufgabe. Neben dem Gelingen der Energiewende sind das die wesentlichen Elemente für eine gute Atompolitik in Deutschland, in Europa und weltweit. Sie haben das Problem, liebe Grünen, dass Sie zwar einerseits über den Atomausstieg, die Kernenergie, Beendigung der Kernenergieproduktion, Stromproduktion sich freuen können, andererseits Ihnen damit ein Thema fehlt, das Sie jetzt auf diese Weise versuchen zu perpetuieren und wissen dabei ganz genau, dass wir den Kern des Problems schon längst gelöst haben und uns mit der Endlagerung der Problematik befassen müssen. Und die Endlagerungsproblematik hat nicht damit zu tun, dass wir ausgestiegen sind aus der Kernenergie. Vielleicht mal an die Adresse der Kollegen in der AfD gerichtet. Das hat nichts mit unserem Ausstieg aus der Kernenergie zu tun, sondern das hat mit dem Einstieg in die Kernenergie zu tun. Und deswegen müssen wir das jetzt reparieren. Und darauf sollten wir uns konzentrieren, damit Erfolg zu haben, und da werden alle eingeladen, daran mitzuwirken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Nächster Redner ist Carsten Hilse für die AfD.